Aus dem Nichts lädt Capital Bra einen absoluten Banger hoch. Ich bin gerade eben erst aufgestanden, bin auf YouTube gegangen und dann wird mir dieses Video von Capi vorgeschlagen. Aus dem Nichts an einem Dienstag, what the fuck? Ich habe mir die allererste Sekunde angehört, habe ein Klavier im Hintergrund im Video, im Musikvideo gesehen und wusste, das wird wieder ein sehr persönlicher Track von Capital. Ich bin sehr gespannt, was der Junge hier für uns geplant hat. Ich würde sagen, ich halte jetzt direkt meine Fresse, wir gehen jetzt sofort rein, let's go. Boah, schon wieder so schönes Instrumental, Mann. Shoutouts übrigens an den Zuschauer, der das Klavier gespielt hat in Capis letzten Album. Grüße gehen raus an dich, Bro. Danke, dass du die Videos auch guckst. Ja, leider haben wir kein Musikvideo, aber ich glaube, bei dem Song ist es egal. Du weißt nicht, dass mich alle nerven. Ich unterdrücke keine Menschen, aber meine Schmerzen. Egal, daraus muss man lernen. Ich laufe ganz locker, aber über Scherben. Oh, Digga. Bevor ihr hungert, würde ich lieber sterben. Wenn die Drogen nimmt, dann würde ich's merken. Digga, das ist ein Vater, no joke, das ist ein Vater. Denn keiner liebt euch so wie ich. Ja. Keiner erzieht euch mit solchen Werten. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Seht die G-Klasse 22 Zoll. Sehen Fame, sehen Eulen. Sehen das, was sie sehen sollen. Ja, das ist so dieses typische, nicht alles, was glänzt, ist aus Gold. Ich glaube, das fasst das richtig gut zusammen, was bei Capi abgeht. Es ist echt schade, wie manche Menschen so alles unterschätzen. Sobald irgendjemand es geschafft hat, irgendwie hohe Zahlen im Internet aufzubauen, dann wird alles andere drum vergessen. Das sind Menschen, dass sie Gefühle haben, das ist alles scheißegal. Das sieht man an den ganzen Hate-Kommentaren überall im Internet, bei jedem Künstler. Es ist super, super schade, dass vergessen wird, was eigentlich hinter der Person steht. Ich hatte keinen, aber ihr habt einen Papa. Die Stimme vom Papa. So wie ich, liebt euch kein anderer. Papa, Papa. Ich bin kein Fan davon, das wisst ihr, wenn man Dinge wiederholt, in der Hook, wenn man einfach ein Wort wiederholt. Ah, dieses Papa, Papa, das klingt richtig nach Bruch, wenn Capi das sagt. Es ist nicht schön, wenn man keinen Vater hat. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass jeder, der ohne Vater aufgewachsen ist, der perfekte Vater ist für sein Kind. No joke, das sieht man an so vielen Leuten. An Sido zum Beispiel, glaube ich, ist ein super guter Vater. Naja, also er hatte seine Schwächen, aber ich denke, er hat daraus gelernt. Bei Capi hört man das zum Beispiel jetzt gerade in dem Song, ne? Also die ganzen Zeilen, die er geschrieben hat, die könntest du nicht schreiben, wenn du kein guter Vater wärst. Wir haben das Ganze bei Gronkh zum Beispiel, jetzt mal von Musik Richtung wegzugehen. Gronkh ist auch ohne Vater aufgewachsen, aber wäre der perfekte Dad, glaube ich. Ja, ist schon verrückt. Ich hatte keinen, aber ihr habt einen Papa. Die Stimme vom Papa. So wie ich, liebt euch kein anderer. Papa, Papa. Ja, also auch an jeden anderen da draußen, der ohne vielleicht Vater oder Mutter groß geworden ist, macht euch da nicht allzu sehr verrückt. Das hinterlässt Narben auf jeden Fall. Aber glaubt mir, ihr könnt trotzdem immer noch ein guter Vater sein, auch wenn ihr den selber nicht hattet, auch wenn da vielleicht irgendwo Orientierung fehlt. Aber das geht trotzdem. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es die sind, die am besten dafür geeignet sind. Es gibt nur einmal, wenn ich einknicke, wenn sie sagen, Papa, bitte. Und das braucht ihr mir nicht zweimal sagen. Ich war nicht zu Hause, zweimal schlafen. Digga. Das war auch früher so. Mama hat immer Nein gesagt und Papa ist dann derjenige gewesen, der dann immer eingeknickt ist. War schon schön. Ist ein sehr schöner Song. Ist ein sehr schöner Song. Ach, warum schon wieder? Warum immer ich? Warum trifft mich solche Songs? Ich kann das nicht mehr. Fick die Platten und die Words. Ja, ich hatte eine Chance. Und sie gibt's gar nichts umsonst. Eine Nacht, aber Papa macht 5 Songs. Und sie... Schöne Anspielung und ich muss ehrlich sagen, der sagt gerade auch Fick die Awards und Scheiß auf die Platten und sowas und ich habe wirklich das Gefühl, dass es kaum Künstler gibt, die so krass bodenständig geblieben sind, wie Capital ist. Unfassbar krass. Bei Sido habe ich auch noch das Gefühl, aber bei Capi, keine Ahnung, der sitzt irgendwo beim Bäcker und frühstückt da irgendwie sein Brötchen und keine Ahnung, der wird einfach sich unterhalten so und ich glaube, wenn du dich 2 Minuten mit ihm unterhältst und wenn du der größte Fanboy bist und du bist so richtig hibbelig und aufgeregt, du wirst richtig schnell merken, Alter, ist ein normaler Mensch. Und ich finde, genau das macht Bodenständigkeit aus, wenn diese Person nicht dieses Berühmtheitsein ausstrahlt. Das ist unfassbar geil, dieses Nahbare. Und ich glaube, das hat er. Wir kannten das nicht. Und plötzlich wurde in Deutschland keiner bekannter als ich. Aber wir heben nicht ab. Wir leben für das Leben danach. Ich hatte keinen, aber ihr habt einen Papa. Da gab es noch eine gute Kollegalein. Was sind 70 Jahre Lebenszeit verglichen mit der Ewigkeit? Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Die Stimme vom Papa. So wie ich, liebt euch kein anderer. Papa, Papa. Ich hatte keinen, aber ihr habt einen Papa. Die Stimme vom Papa.
Diese Hook, ich könnte mir eine 10-Stunden-Version von dieser Hook geben, ne? Und es wird nicht langweilig, das ist verrückt. In meinem Leben war mein Dad auf jeden Fall meine Leitfigur. Ich habe letztens noch ein sehr ernstes Gespräch mit meinem Dad geführt, wo ich mich dafür bedankt habe, dass er mir diese Werte mitgegeben hat, die er halt selber vertritt. Ich hatte von meinem 18. Lebensjahr bis zu meinem, ja, ich würde teilweise sogar sagen, noch bis heute, bis zu meinem 23. Lebensjahr, echt immer so ein paar Probleme mit der Orientierung, wo will ich hin im Leben, ne? Das, was wir alle halt haben, wo wir alle durchgegangen sind, dieses... Ist es richtig, was ich gerade mache? Ist es falsch? Soll ich da wirklich hingehen? Soll ich vielleicht was ganz anderes machen? Ist das überhaupt was für mich? Interessiert mich das überhaupt? Wie will ich sein als Person? Was sind meine Prinzipien? Und da habe ich mich bei meinem Dad letztens bedankt, dass er mir diese Werte mitgegeben hat, weil ich konnte mich in dieser Zeit so gut an dieser Orientierung festhalten. Hätte ich die nicht gehabt, das wäre furchtbar gewesen. Das wäre eine deutlich noch viel schlimmere Zeit gewesen, als sie sowieso schon war. Also der Song hittet auch wieder gut anders. So wie ich, liebt dich kein anderer. Papa, Papa. Wunderschöner Song. Ah. Digga, warum hitten diese Songs? Digga, ich will einfach wieder fröhliche Songs haben. Einfach 5 Songs in einer Nacht, irgendwie sowas. Warum denn alles so traurig? Jeder macht... Letztes Album von Sido war traurig. Letztes Album von Apache, also da waren ein paar traurige Songs bei. Letztes Album von UFO war traurig. Jetzt von Kapi noch. Mako macht nur traurige Lieder. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Keine Ahnung. Das Gute ist aber an diesen ganzen traurigen Songs, die wir die ganze Zeit mitgeliefert hören, ist, dass wir wissen, dass wir nicht damit alleine sind. Und was ich gerade schon gesagt habe, falls du ohne Vater aufgewachsen bist und du hast irgendwie... Zweifel daran, dass du vielleicht kein guter Vater selber werden kannst. Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, dadurch eben, weil man sich darüber Gedanken macht, wird man trotzdem ein sehr guter Vater. Weil du dir allein schon darüber Gedanken zu machen, das machen nicht viele. Ich glaube, gerade für solche Menschen ist dieser Song perfekt gemacht. Aber genauso wie in der letzten UFO-Album-Reaction würde mich jetzt wieder deine Story interessieren. Schreib sie mir gerne in die Kommentare. Was hast du für eine Bindung zu deinem Dad? Machst du dir vielleicht manchmal selber solche Gedanken? Oder in welcher Lebenssituation hilft dir dieser Song gerade? Ich bin Gott sei Dank mit meinem Dad aufgewachsen und erlebt auch noch. Aber trotzdem fickt mich dieser Song komplett weg. Ich glaube, weil es einfach so das Wichtigste in meinem Leben ist irgendwie. Aber wie gesagt, ihr seid gefragt, schreibt es gerne in die Kommentare. Über ein Like nach oben würde ich mich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Ciao, ciao. Ich hatte keinen, aber ihr habt einen Papa. Die Stimme vom Papa. So wie ich, liebt euch kein anderer.